Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Commander & Conquer der Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der Not. Nachholmission der Kampagne, Leute. Und genau, ja, wir waren beim letzten Mal hier und genau, wollt quasi unsere Panzerarmee weiter aufbauen für den Angriff auf die Basis hier unten. Und da würde ich sagen, wir hatten beim letzten Mal unsere Panzer hier abgestellt. Genau, das ruckelt gerade so ein bisschen, ne? Da. Oh, was ist denn jetzt mit der Maus hier los? So, und genau, da würde ich sagen, machen wir hier einfach mal weiter. Ich würde sagen, diese Taktik des Gegner ausbluten lassens ist hier gar nicht mal so schlecht. So, ihr schafft das schon, oder? Man fahrt einfach drüber, kommt. Einfach überfahren hier. Und ja, liebe Leute. Willkommen zurück bei Command & Conquer Remaster. Und genau, wir wollten, glaube ich, sogar angreifen beim letzten Mal, ne? Wir wollten, glaube ich, sogar schon angreifen. Luftangriff. Boah, fuck. Der ist schon übel, der Luftangriff. Aber gut, liebe Leute. Das kriegen wir schon hin hier. So, mach diesen Sammler hier kaputt, los. Der braucht ja immer wieder neue Sammler hier nach. Oh, jetzt kommt er mit einem Orkus, okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, da müssen wir erst angreifen, tatsächlich. Ich wollte eigentlich noch so ein bisschen quatschen und mich hier vorbereiten, aber wenn das jetzt so ist, dann müssen wir direkt hier rein. Oh Mann, der hat sogar Raketentürme. Gefällt mir gar nicht, Leute. Gefällt mir gar nicht. Es kann sein, dass diese Armee noch nicht mal ausreicht. Der baut auch immer wieder Sammler nach hier irgendwie, ne? Weißt du was? Fahr mal dieses Mannequin da platt. Los. Und dann hier unten. Und dann diesen Panzer da noch. So, genau. Kriegen wir den Turm noch weg hier? Kriegen wir den noch weg? Kriegen wir den noch weg? Ich glaube nicht. Doch, er hat's verkauft. Sehr gut. Oh, sehr schön, liebe Leute. Wir haben es schon mal zumindest ein Loch in seine Verteidigung gerissen. Das ist doch schon mal gut. Das ist ja schon mal gut. Ja, wenn das so ist, dann kann ich ja doch noch ein bisschen quatschen. ja, liebe Leute. Was ich euch erzählen wollte, ist halt... Ach, Leute, ich habe eine gewöhnungsbedürftige E-Mail von YouTube bekommen. Und zwar, dass die jetzt unmittelbar... tatsächlich Werbung schalten wollen. Und zwar auf jedes Video. Egal, ob man damit Geld verdient oder nicht. Und das ist eine Sache, liebe Leute, das unterstütze ich eigentlich nicht sowas. Ganz ehrlich. Wie gesagt, ich kann das ja auch jetzt im Endeffekt nicht beeinflussen. Ne? Also diese Änderung, die YouTube da gemacht hat, die soll es ja ab Juli geben. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Warte, ich habe gerade eine andere Idee. Ich habe doch den Hubschrauber, ne? Da ist doch eine Kiste drin. Ich habe eine andere Idee. Mach mal gleich. Wie gesagt, ich kann es halt nicht ändern, wenn dann tatsächlich irgendwann Werbung auf meine Videos geschaltet werden soll. Ja... Ich weiß nicht, wie ich mich da jetzt zu verhalten soll. Wie gesagt, seht es mir nach, bitte, wenn tatsächlich Werbung geschaltet wird. Ich kann da dann am Ende nichts für. Weil YouTube ist so unfair und sagt halt, dass auf jedes Video, dass die das Recht haben, auf jedes Video von jedem Content Creator Werbung zu schalten. Egal, ob er damit Geld verdient oder nicht. Und das finde ich extrem scheiße von YouTube. Muss ich mal ganz ehrlich mal so sagen. Weil ich da auch denke, dass sobald ja zu viel nervige Werbung geschaltet wird, ja, dass dann die Zuschauer flöten gehen. Und das finde ich extrem traurig, muss ich sagen. Weil bis jetzt war doch YouTube immer so eine Plattform, ja, wo man sich eigentlich selbst hat verwirklichen können. Ne? Der alte Slogan vom YouTube ist ja auch,
Broadcast Yourself und nicht Broadcast Your Werbung, sag ich mal. Deswegen, liebe Leute, falls irgendwann Werbung auf meinen Videos kommen sollte, da kommt wieder ein Luftangriff. Wo geht der drauf? Natürlich auf meine Panzer. Alter! Was zur? Okay, krass. Wie gesagt, Leute, falls irgendwann Werbung auf meinen YouTube-Videos kommen sollte, denkt bitte dran. Ich kann da nichts für. Ich kann da nichts gegen machen. Und, naja, ist gerade... Wartet mal, ich speichere doch mal gerade. Mission 8 GDI. Ich weiß, ich lasse mich jetzt hier krass über dieses Thema aus, aber es ist halt ein Thema, was mich als YouTuber sehr betrifft und euch hier auch. Weil es halt um Werbung geht. Und, oha, ja gut. Da kann ich mir aber die Orcas mitholen, ne? Schau ich das an. Ich habe zwei Orcas. Hammergeil. Ich habe zwei Orcas, Leute. Sehr schön. So, das hat er verkauft. Sehr gut. Und, ja. Wie gesagt, Leute, ich sag's auch gerne nochmal. Es tut mir leid, falls das soweit kommen sollte. Aber wie gesagt, seht's mir bitte nach. Ich kann da, wie gesagt, echt nichts für. Und ja, machen wir jetzt mal hier weiter. Der Gegner hat mir gerade eben meine Waffenfabrik geklaut. Finde ich sehr suboptimal, muss ich sagen. Aber dafür nehmen wir ihm jetzt hier seine Verteidigung weg. So. Er verkauft nämlich mittlerweile seine Türme. Unsere Basis wird angegriffen. What? Wer hat hier drauf geschossen? Mach die Waffenfabrik platt. Beziehungsweise lass ihn die verkaufen. Naja, verkauft sie nicht. Okay. Interessant. Gut, dann kann ich aber mit diesen Panzern jetzt hier runterfahren. Und, ja, dem gleich seine Basis auseinandernehmen. Weil viel mehr hat er hier nicht mehr. Ich verkaufe da gar nicht, okay. So, das Silo, das verkauft er aber wahrscheinlich, oder? Nee, auch nicht. What? Ah, okay. Ach, dann fahr die platt, komm. Sammler, fahr die platt. Fahr die platt! Um Gottes Willen. Oh, Gott sei Dank. Oh, so. Ja, das gefällt mir gar nicht, was der hier macht mit den Schiffen. Wo wird denn die ganze Zeit unsere Basis angegriffen, hä? Der Bürgeraufstand. Der Aufstand der Bürger. So, Leute. Das Spiel, das hängt gerade so ein bisschen nach, habe ich das Gefühl. Aber dann fahrt halt hier rein. Keine Ahnung, was das für eine Kiste war. Jo, dann können wir ihn ja jetzt auch erledigen, ne? So, liebe Leute, dann geht's mal weiter hier im Spiel. Ich habe mich jetzt lang genug hier über die neuen YouTube-Regeln beschwert, finde ich. Und, ja, dann... Och, da baut der Sack ernsthaft noch einen Raketenturm. Das ist doch nicht wahr. So, und alle drauf da bitte. So, mit vereinten Kräften hier. So, und überfahren bitte. Und durch zum Bauhof. Wo ist der Bauhof? Da ist der Bauhof, Leute. Der baut sich hier nämlich wieder auf. Das ist suboptimal. Ja, und bam hier. So. Zack, verkauft. Oh Gott. Oh Gott. Überfahrt die Raketenbinniken. Okay, okay. Sehr schön. Puh. Gut. Okay, auf den Grenadier. Komm. Ja, sehr gut. Ein sehr guter Soldat. Oh, wir brauchen Silos. Okay, dann. Oh, das war's dann mit einem von meinen Heliports. Shit. Leute, shit, shit, shit. Aber, das Ding lebt noch. So. Kannst du da irgendeinen Schaden machen? Nö. Okay. Dann mache ich jetzt mit den Orcas hier noch die weitere Basis hier platt. Ja, oder eigentlich könnte ich hier unten eine Mannequin-Fabrik brauchen, ne? Wartet mal. Ich brauche hier unten eine Kaserne. Weil mit den Hubschraubern das Ganze zu machen, das dauert zu lange.
Dann bau halt ein paar Schützen. So, mach ich das gleich mit Mannequin jetzt fertig hier. Und ja, liebe Leute, wir sind mittlerweile, was die Abonnentenzahl angeht, auch machen wir extreme Fortschritte, muss ich sagen. Wir sind mittlerweile bei 392 Abonnenten. Nee, meine Fresse. Das ist schon ordentlich, muss ich sagen. Damit hätte ich nie und nimmer gerechnet, als ich wieder angefangen habe zu Let's Playen, dass die Abonnentenzahl mittlerweile so krass ansteigt. Also, wirklich Hut ab. Das kann ich auch nur euch verdanken. Das habe ich auch nur euch zu verdanken. Und wie gesagt, ein fettes Dankeschön von mir an euch. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wo das noch hinführt hier. Nicht, dass ich irgendwann tatsächlich bei 500 Abonnenten bin. Das wäre heftig, Leute. Das wäre echt heftig. Wie gesagt, ich möchte auch mal euch alle, die das hier ermöglichen, auch nochmal grüßen und mich bedanken. Tatsächlich, weil ohne euch wäre das nicht möglich, dieser Erfolg. Und wie gesagt, kein Erfolg und ohne euch. Und das ist doch mal mega Ehre. Wirklich, sehr ehrenwert. Auch wenn jetzt hier gerade der Panzer mich extrem nervt, aber der war, das ist auch der letzte. Seht ihr das? Das war schon. Sehr schön. Aber mal eben so nebenbei eine GDI war das platt gemacht, jawoll. So muss das sein, liebe Leute. So. Effizienz 4%, ja. geht besser, aber ja, was soll ich machen? Leute, was soll ich machen? So, dann gucken wir mal, wie weit wir fortgeschritten sind. Drei Viertel von Afrika haben wir. Okay. Und die nächste Mission ist tatsächlich Ägypten, aber da muss ich gucken, ob das tatsächlich hier die nächste Mission auch ist. So, Nahtkampagne. Es sind nur noch 4 Missionen. 10, 11 und zweimal die letzte. Bauch der Bestie, okay. Not 10B. Interessante Missionsname auf jeden Fall. Und ja. Katzi. Das hier ist Tiberium. Einige sagen, es sei die Wurzel all unserer Kämpfe. Doch der weise Mann bildet sich sein eigenes Urteil. Tiberium ist nach dem italienischen Fluss Tiber benannt, wo es zum ersten Mal gefunden wurde. Gefunden von der Bruderschaft, wohlgemerkt. Und seinen Namen gab ich ihm nach Tiberius Drusus Caesar. Es gibt heute mehr als 200 Gebiete auf der Welt, in denen Tiberium-Lager entdeckt wurden. Tiberium scheint sich von selbst auszubreiten. Fortbewegungsmethode ist unbekannt. Euch unbekannt vielleicht. Dr. Möbius, unsere Zuschauer wollen wissen, was genau ist Tiberium denn nun wirklich? Ja. Also molekular ist es ein nicht auf Kohlenstoff basierendes Element, das offenbar starke metallische Eigenschaften besitzt, sowie eine nicht resonante, umkehrbare Energie mit dem Hang, kohlenstoffbasierende Molekularstrukturen zu zerstören, mit inkonsequenten und ungleichen Positronen im Orbit auf dem 1., 2. und 9. Quarkring. Wow, ist das gut oder schlecht? Sagen wir mal so, Eddie. Die Möglichkeiten von Tiberium sind grenzenlos. Das wiederum ist völlig richtig. Wir wissen jetzt, dass Tiberium nicht nur dem Boden Spurenelemente entzieht, sondern offenbar auch bei der Pflanzenwelt lebenswichtige Mineralien schmarotzt. Kontakt ist für Menschen extrem giftig und endet oftmals tödlich. Vermeiden Sie ihn um jeden Preis. Da hat sie recht. Achten Sie also auf Ihre Truppen. Die GDI und die Bruderschaft beurteilen Nutzen und Gefahren des Tiberiums unterschiedlich. Die anderen sehen nur eine Laune der Natur, eine Kuriosität. Ich aber sehe die Zukunft. In ihrer verblendeten Ignoranz verbauen sie mir diese Zukunft. Dieses mordende Monster ist die neueste Waffe der GDI. Die Produktion ist noch nicht angelaufen und das wird sie auch nicht, wenn du meine Erwartungen erfüllst und weiter so gute Leistungen bringst. Du wirst Scharfschützen der Bruderschaft in den Stützpunkt führen, die Waffenfabrik finden und das Biest in seinem Nest vernichten. Keine falschen Skrupel. Keine Gewissensbisse. Es muss getan werden.
Okay. Die Kommentare von Kane während der Cutscene waren auch legendär, ey. Oh, was ist jetzt hier? Hallo? Hallo? Wo bin ich? Hey! Ah, hier, okay. Hä? Wartet mal, ich habe doch hier eben einen Hubschrauber gesehen. Die Szene war aber gerade verbuggt. Wartet mal, starte die Mission mal neu. Und ja, ich glaube, es geht hier um den Mammutpanzer, ne? Die Mission kenne ich gar nicht. So, Leute, da ist nämlich ein Hubschrauber, seht ihr? Ach, der hat mir nur den Commander... Ah, okay, Leute, ich verstehe schon. Diese Mission hier kenne ich... Alter Schwede. Okay. Die Mission hier kenne ich jetzt nämlich gar nicht. Muss ich sagen. Spiele ich zum ersten Mal. Da stehen Grenadiere rum. Weich aus. Weich aus. So. Perfekt. Und macht die auch kaputt. Panzer. Was wollt ihr? Ah, wartet mal. Ich habe doch, 8 Raketeneinheiten sogar. Mit denen kriege ich die Panzer auch kaputt. Tatsächlich. Und ich habe jetzt einen Invasor. Und 0 Geld. Hm. Abwehrskumpel. So, dann macht die im Arsch. Los. Da kommt wieder ein Manneken raus. So. Oh Gottes Willen. Ja, 2 Kampfpanzer sind halt schon übel, ne? Der trifft ja auch irgendwie so scheiße gut jetzt gerade, ne? So. Aber dann haben wir schon mal die Kampfpanzer erledigt. Und wie gesagt, ich glaube, wir sollen die Produktion des Mammutpanzers lahmlegen, oder? Ich glaube, es geht um den Mammutpanzer, ja? Okay, dann würde ich sagen, speichere ich das mal. Mission 10-Not. Oh, und meine Uhr ist wieder kaputt gegangen da oben. Dann mache ich mal meinen Timer an hier. 10 Minuten. So, alles klar. Dann mit Act of Instinct hier. Wieder mit meinem Lieblingssoundtrack. Und genau, denn... ich freue mich jetzt aber ehrlich. Scheiße, 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 scheiße. Oh. Der Jeep, der könnte mir auf die Nerven gehen noch, ja. So. Der Jeep, der könnte mir extrem auf den Sack gehen. Weil ich halt nur 2 Raketenminiken übrig habe. Ich habe halt eine Artillerie. So. So, und... Aha, sehr gut. Okay. Der Jeep ist aus dem Weg geräumt. Was mache ich jetzt hier noch? Das ist jetzt gerade ein bisschen grenzwertig. Muss ich sagen, mit 3 Einheiten... Mit 2 Kampfeinheiten hier rumzurennen. So, da stehen nochmal 2 Grenadiere da oben. Die können wir aus dem Weg räumen, das ist kein Thema. So. Speicher das nochmal bitte. Wie gesagt, es kann sein, dass es eine schnelle Mission ist, aber es kann sein, dass ich jetzt gerade hier das verkackt habe, weil ich jetzt schon meine ganzen Manneken verloren habe. Da stehen auf jeden Fall 4 Schützen, die kann ich von hier unten platt machen. So. Die kriege ich noch weg, okay. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an die 4. Command & Conquer Alarmstufe Rot Mission der Alliierten. Wo wir nur eine Tanya und eine Artillerie hatten. Oh, das hier ist eine Sackgasse sogar, okay. Interessant, liebe Leute. Ja, die Karte, die ist noch verdammt groß, ne? Das kann heikel werden. Das kann doch echt heikel werden hier. Bleibt ihr mal hier. Ja, da stehen wieder 4 Grenadiere da. Oh Gott, weich aus und genau. Genau so. What? Scheiße. Nein. Um Gottes Willen.
Was? So, es geht tatsächlich um Mammutpanzer. Das ist jetzt aber kein Eingang. Da komme ich nicht rein. Oder vielleicht mit der Artillerie. Wartet mal, vielleicht mit der Artillerie? Wo fährt der Mammut hin? Okay. Mit der Artillerie kriege ich das Ding nämlich kaputt. Der Mammutpanzer fährt da seine Runde, okay. Er repariert das aber. Aha, sehr gut. Aber mit der Artillerie kriegen wir das im Arsch. Schieß doch drauf! Gerade eben hattest du doch einen richtig guten Treffer, Artillerie. So. Der Mammutpanzer kommt wieder. Okay. Dann hier und drauf schießen da. Genau. Das Ding kann nämlich schnell kaputt gehen, tatsächlich. Jetzt schaue ich das an. So. Dann. Der dreht da weiter seine Runden, ne? Ich weiß nicht, was ich machen soll, um ehrlich zu sein. Soll ich die Waffenfabrik einnehmen? Zwei Raketentypen? Da ist noch ein Mammut. Oh Mann. Oh Mann. Oh Gott. Ja. Was soll ich hier machen, Leute? Die Waffenfabrik, soll ich die einnehmen oder was? Dass die alle Panzer in der Basis in der Ver... Wie soll ich das denn machen? Alle Panzerfällen zerstören? Ich hab doch kein Geld. Ich hab doch kein Geld, Leute. Ich hab... Ach du Scheiße. Ich hab doch kein Geld. Mit der Artillerie, die kann draufballern, ja. Wartet mal, ist hier hinten nicht irgendwo ein Dorf oder sowas? Ich probiere es einfach. Ich lass die Artillerie einfach da draufballern. So. Weil vielleicht funktioniert das ja mit der Artillerie. Ja, wer weiß. So. Die heilen sich halt, aber die Artillerie, die macht einen ganz guten Job, glaube ich. Warte mal, schießen die überhaupt? Wartet mal, ich versuche mal was. Schießen die? Oh, die schießen. Fuck. Okay, jetzt habe ich's verkackt. Scheiße. Shit. Okay. Jetzt habe ich's verkackt. Aber gut, ich meine, dann darf ich die ja nicht einfach nicht angreifen, ne? Was? So weit vorher habe ich gespeichert? Okay, das ist jetzt blöd. Aber gut, nicht schlimm. Gehen wir einfach hier runter. So. Mach die vier Schützen weg. Oh Gott. Ja, toll. Kann man nochmal laden. Scheiße. Ich dachte, ich hätte davor gespeichert, bevor ich da in die Basis gegangen bin. Hatte das wieder nicht gemacht, ja? Okay. Gut, Leute, aber jetzt weiß ich ja schon mal ein bisschen mehr, dass ich da nicht nach links muss. So. Ich muss da gar nicht nach links durch, sondern ich muss einfach direkt hier runter. Alter Schwede, Grenadiere. Nein! Mich doch, ey. Ja, ich werde langsam ungeduldig. Weil ich es hasse, das nachzuspielen. Obwohl ich schon weiter war. Ne, und weil ich eigentlich auch gedacht hätte, dass ich hier schon gespeichert habe, Mann. Das kann doch nicht sein. So. So, da muss ich jetzt hier die vier Grenadiere. Da. Da. Und weg mit dem Scheiß. Okay, sehr schön. Gut, Leute. Dann hier runter. Ja, dann müssen wir da links nämlich nicht hin.
Ich muss auch noch die Panzer platt kriegen. Aber... Alter! What? Was du... Nein, 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 nein. Um Gottes Willen. Bleibst du gefälligst weg. Alter. Fahr bloß weg, ey. Ich sag's dir. So, sehr gut. Dann speichere ich jetzt aber mal hier. Mission 10 Not. So, wir haben noch 2 Minuten. In der Zeit kann ich gucken, was hier noch ist. Vielleicht sei ja Geld oder so. Vielleicht sei ja Geld. Aha, schon mal ein Dorf, seht ihr? Schon mal ein Dorf. Und hier in der Kirche. Oder? Hier ist doch bestimmt eine Kirche, wo Geld drin ist. So. Nee, da ist kein... Ach, verdammt, ey. Da ist kein Geld drin. Ja, das ist natürlich blöd jetzt. Da ist kein... Da war kein Geld drin. Was zur Hölle? Na gut, dann muss ich da irgendwie anders gucken. Oder wartet mal. Nein, 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 wartet mal. Ich mach die ganzen Gebäude erstmal platt. Da ist doch bestimmt irgendwo Geld drin. Da muss irgendwo Geld drin sein. So, mach die mal alle weg hier. Hey, 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 hey. Nicht, dass der Kommando jetzt hier durch die Bürger kaputt geht. Das wäre es ja. So. Das wäre mega peinlich. So. Weiter geht's hier. Bam. Bam. So. Mach den weg. So. So. Wie gesagt, ich mach das Dorf jetzt noch kaputt und danach... so, meine Uhr klingelt nämlich gleich. Dann mache ich erstmal Schluss. Und genau, dann hoffe ich, dass euch diese Folge hier gefallen hat. Pokémon Conquer und genau. Ist hier, hier ist echt keine Kohle, ne? Alter, so. Hier ist echt keine Kohle. Nö, Leute, hier ist nichts an Geld. Na gut, okay, lass den mal unter oben stehen. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, erzählt gerne weiter. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.